80er. Das war ein wahrlich bewegtes Jahrzehnt für meine nächste Band. Anfang der 80er wechselten sie von ihrem Disco-Sound so ein bisschen mehr hin zu elektronisch geprägten Songs. 86 kam dann das vorerst letzte Album heraus, Balance of Power, und da war der Hit drauf, Calling America. Schon damals in den 80ern reichten drei Buchstaben, nämlich ILO, aus, um zu sagen, dass es um Electric Light Orchestra geht. Und da gibt es jetzt gleich drei Hits am Stück. Ich muss den Bandnamen richtig sagen, das ist wichtig. Phil Bates and Band perform the music of ELO mit Last Train to London, Don't Bring Me Down und natürlich Livin' Thing. Danke.